Jeder, der etwas baut, müsste sich dessen bewusst sein, dass er eine Aussage macht. Wir haben uns dann sehr stark überlegt, wie kreieren wir hier ein Icon, das für die Identität steht vom Knies Kinderzoo. Und dann ist uns die Idee gekommen, wie so ein Zaubertuch, wo man aufnimmt und so die Form erstarrt. Es ist kein Zelt, es ist keine Eventhalle. Was ist es? Und darum haben wir auch bei dem Entwurf miteinander im Team den Begriff vom Zauberhut kreiert. Das hat angefangen, wir haben 20 Jahre lang hier Zehleue, das Otarium. Und da ist die Infrastruktur ins Alter gekommen. Und dann haben wir in der Familie diskutiert, wollen wir noch mal gross investieren, einen Neubau für Zehleue. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir hier da etwas bauen, das multifunktionell ist, wo man mit verschiedenen Konzepten nutzen kann, für Besucher vom Kinderzoo am Tag und am Abend für Anlässe für Corporates. Die grössten Herausforderungen waren, das ganze Bauwerk dann innerhalb von 8 Monaten umzusetzen und zu realisieren. Es sind nicht nur Menschen, es sind nur Wetter, es sind nicht nur Bauelemente, die da sind, sondern es sind auch Tiere im Umfeld, wo man da sehr sorgsam umgehen muss. Das hat dazu geführt, dass man ganz früh alles hat müssen planen und bestellen. Wir arbeiten generell gerne mit Holz. Wir wollten auch etwas vorfabriziert haben, aus einem terminlichen Grund, aber auch sehr stark aus einem ökologischen Grund. Das sind ja die Aufträge, die die Zoos haben. Das ist eben Artenschutz, das ist Umweltschutz. Gerade hier im Kinderzoo, wo wir Kinder haben, kann man natürlich edukativ auch darauf aufmerksam machen. Es ist schon so, dass Holz eröffnet all mehr Möglichkeiten. Aber wir sind gleich immer wieder vorsichtig. Es ist immer sehr wichtig, dass man realistische Berechnungen macht, wieder zurückgeht, überprüfen tut. Aber wir geben so dem Holz immer mehr Möglichkeiten in der Zukunft. Unser Leistungsumfang hat sicher angefangen mit der Unterstützung der ganzen Geometrie, also von der technischen Ausführung, aber sicher von der Modellierung, von der 3D-Modellierung, wo wir auch unsere Stärke haben. Also wir bringen eigentlich alle Masse auf den Punkt, auf eine gewisse Genauigkeit. Wir haben zuerst ein parametrisches Modell entwickelt. Das heißt, wir konnten die Höhe und den Durchmesser vom Gebäude anpassen. Das hilft den Architekten natürlich bei der Designfindung. Und es hilft uns einfach, dass wir die Prozesse genauer betrachten können von der Produktion und von der Montage. Jedes Teil, das wir von der Programmierung auf die Maschine rausgeben, tun wir vorher simulieren. Dass wir keine Kollisionen haben auf der Maschine, dass sich der Maschinist safe fühlt beim Fahren. Eine grosse Herausforderung ist sicher der Zeitdruck, den wir haben, und dann die Qualität, die wir bringen müssen. Also einfach die Ansprüche, die einerseits wir haben, aber auch natürlich auch der Kunde. Dann geht es wirklich am Tag X, muss das eigentlich ein Punkt raus, dass wir wirklich unseren Zeitplan einhalten können, dass das noch termingerecht auf der Baustelle ist. Dann war auch die Montage eine Herausforderung. So also ein Bauwerk können montieren mit diesen Gewichten, mit diesen Lasten, mit diesen Abmessungen, auch im Zusammenhang mit dem Wetter. Die Sicherheit war sicher eine der grössten Herausforderungen. Und dann ist der Moment, wo es eigentlich auf die Baustelle gegangen ist, passt es jetzt zusammen. Das eine an der Schwere der Elemente ist halt die Größe, die es an sich schon mitbringt, von der Form her. Also die grossen Dachelemente schon um die 4 Tonnen haben. Ganz speziell ist die letzte
Teil oben drauf, der Hut, der hat 20 Tonnen gehabt. Das ist extrem schwer für Holzbau. Äußere Teil, die Konstruktion, haben wir aneinander fügen. Hat dann einen Kreis gegeben, der sicher hohe Anforderungen gestellt hat, an Genauigkeit. Man muss sich einfach vorstellen, die Innerhülle hätte noch viel genauer müssen sein. Die 470 Elemente müssen wirklich passen im Millimeterbereich. Und das war eigentlich wirklich eine Zitterpartie, hat auch den Projektleiter ein bisschen unter Druck gesetzt. Zeit, so ein Gebäude anzustellen, war für mich beeindruckend, weil ich bin vom Zirkus gewöhnt. Schnell aufbauen, abbauen, oder? Aber was die hier geleistet haben, das ist unglaublich. Also es ist ein absolutes Teamwork, so ein Projekt. Das macht es aus, dass man so Projekte überhaupt dürfen oder können bauen. Und ohne Team funktioniert es gar nicht. Ich komme jeden Tag in Zauberhut, weil ich bin begeistert von diesem Gebäude. Es strahlt ein gutes Gefühl aus, man fühlt sich wohl hier drin. Wenn man hier reinkommt, dann machen es alle «Wow!».